Samuel L. Jackson im härtesten Knast der Welt. Wir fordern besseres Essen. Wir fordern bessere Medikamente. Fick dich doch! Hier ist Attica. Wir werden nicht nachgeben. Against the Wall. Am Sonntag um 22.25 Uhr bei Kabel 1. Die besten Filme aller Zeiten. Ein schrecklicher Fluch. Ein Zeichen des Bösen. Niemals können sie einander berühren, solange die Sonne aufgeht und untergeht. Für alle Zeit, die sie beide am Leben sind. Der Tag des Falken. Am Montag um 20.15 Uhr. Bei Kabel 1. Fertig! Lass das kleine Scheißding sausen! Los! 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 Immer weiter! Los! Bei Kabel 1. Die besten Filme aller Zeiten. Das Nichts zerstört unsere Welt. Er ist unsere einzige Hoffnung. Warum geht Phantasien zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen. Wir alle sind Teil einer unendlichen Geschichte. Sehen Sie den ersten Teil der unendlichen Geschichte nach Michael Ende. Heute um 20.15 Uhr. Kabel 1. Alles Gute. Abenteuerleben. Die Insektenfarm. Ein Bauernhof der etwas anderen Art. Millionen von Larven, Maden und Käfern. Und die Abrissprofis. Eine Sprengmeisterfamilie reißt in den USA Gebäude ab. Manchmal auch einen ganzen Wohnblock. Abenteuerleben mit Christian Mührau. Gleich bei Kabel 1. Willkommen zurück bei Abenteuer Auto. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Der UN-Sicherheitsrat will die Vorgänge im palästinensischen Flüchtlingslager. Hey! Nebenan ist ein Umzugswagen vorgefahren! Das hier ist unsere Hecke! Hören Sie! Das sind die schlimmsten Nachbarn, die wir jemals hatten. Hör sofort auf die Brüste meiner Mama. Ihr Sohn ist ein Perversling. Ich erwarte, dass Sie rauskommen und sich bei mir entschuldigen. Eine neue Folge von Merkel mittendrin. Gleich. Pro 7. Vor diesen Boys hat jeder Respekt! Erkan und Stefan. Handy fällt in freien Fall. Das ist mir eine neue Methode. Kann ich die alte Freundin vielleicht mal gegen die neue von Ihnen testen lassen? Das macht sprachlos. Hetner TV. Montag, 23.15 Uhr. Pro 7. Arabella Kiesbauer und Holger Speckhahn geben den Ring frei. Männer können einfach nicht treu sein, ihr lügt und betrügt, sobald ihr Mama sagen könnt. Wir können Gefühle und Sex trennen. Wir tun das ja auch für euch. Frauen brauchen für die Untreue einen triftigen Grund. Männer brauchen nur einen Ort. Männer können nicht treu sein. Bei Mars oder Venus. Heute 19.25 Uhr. Pro 7. Tja, ich denke, wir sollten die Tür schließen. Ziemlicher Sturm da draußen. Aber wo ist Omicron? Sie kommt nach. Sie fährt lieber mit ihrem eigenen Wagen, obwohl sie so gut wie blind ist. Wir werden doch mit der ganzen Familie zu Abend essen, oder? Aber... Lorenzo Lamas kann alles, außer sterben. Seine Methoden sind höllisch. Er ist schneller als der Teufel. Die deutsche Free-TV-Premiere in Serie. Verdammt cool. Diese Serie ist nicht von dieser Welt. Immortal, der Unsterbliche. Ab jetzt im Doppelpack. Immer Donnerstag ab 20.15 Uhr geht's los. RTL 2. RTL 2 tanzt in den Mai. Tanz mit den Stars und sing dabei. Bitte, hab keine Angst.
If you're lost, you can look and you will find me. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Andromeda. Stargate, die neuen Folgen. Tank Girl. Betty und ihre Schwestern. Ned. The Patriot. Conan. Der Mai. Powered by RTL 2. Ja, Konstantin? Unser Gast ist jetzt angekommen. Ausgezeichnet. Ich wusste, er kommt. Pull! Er wird begleitet von einer Frau. Interessant. Blond? Ja. Acht ohne Skrupel bei uns im WDR. Über das Ziel hinausschießen. Der Solist um 20.15 Uhr im ZDF. Deutschland gut. Beweg dich. Der Deutsche Sportbund. Style und EZSZ präsentieren ein duftes Gewinnspiel. Gewinne einen Styling-Tag. Mit einem echten Kostümbildner. Oder ein von 300 GZSZ Beauty Packs. Inklusive Pssgel für den ultimativen Strubbellook. Und einer trendy GZSZ Sonnenbrille. Wie heißt der neue Freund von Cora? Simon, Moritz oder Leon? Ruf an oder schick eine Postkarte. Einsendeschluss ist der 31.05.2002. Axel Schulz und Verona Feldbusch in der 80er Show. Heute 21.15 Uhr. Eine wirklich spannende Frage hält die komplette Nation in Atem. Wer hat es diese Woche geschafft, Shakira von ihrem Chartthron zu kicken? Sie landen diese Woche von 0 auf 3 einen richtigen Volltreffer in den deutschen LP-Charts mit neuen Klängen. Und pass auf! Totschicke neue Kurzhaarfrisuren. Und vor allem ein neues Album, La Patata, zu Deutsch die Kartoffel. Daraus präsentieren sie uns heute einen ihrer persönlichen Lieblingssong, New Morals. Hier sind für euch die Kelly Family. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Geht es euch nicht manchmal auch so, ihr seht etwas und denkt euch, wie funktioniert das? Oder woher kommt das eigentlich? Ja, und genau hier in dieser Sendung werden die kuriosesten Fragen gestellt und kinderleicht beantwortet. Obendrauf gibt es dann noch jede Menge Mäuse, Elefanten und Captain Blaubeer-Geschichten. Also, lasst euch überraschen. Die Sendung mit der Maus. Am Sonntag, 11:30 Uhr im Kika. Als echte Nachtgeschöpfe sind Geister. Berichte über das, was die Menschen anderswo beschäftigt, bewegt oder belustigt.
Reisen in die Welt jenseits des Horizonts. Länder, Menschen, Abenteuer. Immer donnerstags um 20.15 Uhr hier im NDR. Willkommen bei uns. Eigentlich könnte ich Sie aber auch mit dem japanischen Konbanwa begrüßen, denn unsere erste Nordtour führt uns direkt in die Ferne. Der Frühling beginnt bei uns. Ausgesuchte Spitzenprodukte, natürlich TÜV geprüft und zu fairen Preisen. Live sehen, live bestellen, einfach und bequem von zu Hause aus. Home Shopping Europe. Willkommen zu Hause. Herzlich willkommen bei Muttertagsgeschenke von Home Shopping Europe. Wir zeigen Ihnen vom 22. bis 27. April jeweils von 17 bis 19 Uhr jeden Tag ein Spezial. Bequem können Sie von zu Hause aus Ihrer Mutter mit einem exklusiven Geschenk eine Freude machen. Erfreuen Sie Ihre Mama mit einem Präsent aus unserem reichhaltigen Programm. Versäumen Sie nicht unsere Muttertagsgeschenke. Ab sofort auch im Internet unter www.hse24.de. So, zum Angebot des Tages soweit und ab 17 Uhr zwei Stunden Show mit Jerome Alexander. Jetzt kommen wir zu Volker Sunke, ein Gast, den ich das erste Mal begrüßen darf, der aber nicht das erste Mal bei uns ist. Er ist äußerst erfolgreich bei uns und das freut uns natürlich alle. Herzlich willkommen. Der Filmfilm am Sonntag. Die erfolgreichste britische Komödie aller Zeiten. Wie geht's deiner hinreißenden Freundin? Sie ist nicht mehr meine Freundin. Wie man hört, hat sie immer noch mit dem alten Taubi Delisle rumgebumst. Sie ist jetzt meine Frau. Mit hochkarätiger Starbesetzung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Schweißes. Geistes. Andy McDowell und Hugh Grant. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Heute 7:45 in Sat.1. Powered by Emotion. Ach, du zauberhafte Frau, wenn ich dir in die Augen schaue, ist es um mich geschehen. Ach, wie ist das schön. Komm her, meine Prinzessin. Wie du doch bist. Unter unserem Himmel gibt's manch köstlichen Tropfen zu entdecken, wenn jemand den richtigen Riecher dafür hat. Ein Wein, der sehr duftig, sehr aromatisch ist. Deutschlands bekannteste Sommelier, Paula Bosch und ihre Weine um 7. Danach Kathi Leitner und Elmar Wepper in Einmal Leben um 7:45. Und ein Salut dem Kardinal von den bayerischen Gebirgsschützen um 10. Heute Abend im bayerischen Fernsehen. Hier ist alles friedlich. Die Überflieger im Mai. Scheiße. Bei Vox. Sie riskieren Kopf und Kragen. Bis nachher, alte Sackgesicht! Sie riskieren ihren guten Ruf. Sie haben wohl gehofft, dass man ohnmächtig wird. Sie riskieren eine dicke Lippe. Schwester, könnten Sie mir einen blasen oder Nierentee bringen? Sie riskieren ihre Unschuld. Sie riskieren ihre große Liebe. Was machst du da unten? Ha! Ha! Nein, leck nicht an meinem... Vorsicht! Ha! Und manchmal riskieren sie auch ihr Leben. Volles Risiko, volles Programm. Operation Broken Arrow, Knocking on Heaven's Door. Wilde Kreaturen, Lügen haben lange Beine. Der Dummschwätzer, die Spielfilm-Highlights im Mai. Sie haben Mördertüten. Mama! Und den ältesten Barpianisten Europas. Ihnen noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zum zweiten Mal begrüße ich Sie von der Galopprennbahn in Krefeld bei strahlendem Sonnenschein.